Jo, servus Leute, heute zum neuen Video. Also heute bauen wir da unten einmal einen fetten Bornerlock rein. Gehen wir mal hier, oder? Genau. Also Plan war, erst einmal dann halt da Stützen eine da, umi und da noch in Bohnen eine oder auch Stützen, das schauen wir noch. Und dann da hinten, wo es eh so runter geht, die Landung. Also unser Ziel ist, hier bauen wir einen Absprung her, so bei dem Baum. Und dass wir dann hier landen. Also, aber da muss natürlich noch eine Landung hin. Ja, da muss schon eine Landung hin, das ist jetzt so eine kleine Erhöhung. Aber das muss schon eine richtig fette Landung hin. Dann geht's weiter in unserem alten Trail. So Leute, jetzt will man noch Holz, dass wir einen Bornerlock bauen können. Also sehen wir uns gleich wieder. Jo, also jetzt haben wir das Holz aufgetragen. War schon echt anstrengend. Und ja, also jetzt zeige ich nochmal. Unser Plan ist es, dass wir jetzt da so oben bauen den Jump. Also den Bornerlock anfangen. Da kommt der Stützen rein. Da kommt der Stützen rein. Und wir zeigen wir jetzt anderen die Holz noch, was wir haben. Also da ist unser Werkzeug. Ja, wir haben jetzt auch noch das ist auch noch der Brille und Leistenhand, die ist dort. Der dort ist relativ lang. Und ja, probieren wir mal noch. Und noch ein bisschen mehr, aber haben wir uns denkt, das ist schon länger. Und ja, jetzt bauen wir. Also es wird schon wieder dunkler, Leute, 16. Da, ich hoffe, man kennt es noch. Anders, ich bin mal raus, genau. Bitte steckt fest. Wir haben jetzt da ein bisschen das Kreuz, aber einfach da mit zwei Stempen abdings. Man sieht jetzt fast gar nichts mehr. Wir werden jetzt sagen, was ich machen will. Und jetzt gehen wir noch schnell auf. Hier habe da herum jetzt noch einen Baum gefunden. Der ist dort, liegt schon kaum mehr da. Ist aber recht stabil, den hauen wir jetzt noch den Ästel weg. Und dann haben wir da draus. Die Auflage. Jo Leute, so gestern, 6 noch, haben wir noch vorne alles fertig gebracht. Dann ist aber das Fenster, war haben wir mal gefilmt. Der erste Stamm liegt schon, der zweite kommt auch noch. Da ist der Hannes, genau, wir haben jetzt einen. Halt, gehst du nach Start, Junge. Also, wir haben jetzt einen zweiten Stamm da, da haben wir da noch zwei Stützen rein. Brennlauf und dann ist der Absprung fertig. Jo, also jetzt dann haben wir gerade das Holz ein wenig hergeschnitten, wie ihr es gesehen habt. Und jetzt haben wir einfach nochmal eins. Und ja, das war es halt fertig kriegen. Jo Leute, also jetzt haben wir schon fast fertig. Also der Absprung ist jetzt dann so fertig fast. Und na, eigentlich ist der Absprung schon fertig. Er ist relativ lang geworden, also saulang eigentlich. Servus. Ja, der ist saulang geworden. Und da übelst stabil. Also da können wir umeinander springen, was man mag. Holt. Und sagen wir einfach ein bisschen was, was wir mit euch hacken. Also wir haben einfach angefangen, da ein Loch gerammt und auf der anderen Seite ein Loch gerammt. Einfach die zwei Stempen rein. Also Holz gewinnt, Totholz am Boden gelegen. Genau, da haben wir Dachlatten genommen, haben da ein Kreuz reingemacht. Und das da in der Mitte nochmal zusammengeschraubt, das ist halt echt Bombe jetzt. Ein bisschen dreckiger, weil ich gerade aufgegangen bin. Genau, dann wenn man da oben schaut einmal, haben wir da nochmal unten nochmal zwei solche Stützen gemacht, ganz gleich aufbauen. Die da unten. Genau, also auch wieder Kreuz eine, dann holt das ganze Fell besser. Und oben drauf, da dann, haben wir einfach zwei auch wieder recht stabile Totholz-Baumarkt nochmal, die am Bungling haben.
haben wir die auch einer da, alles oben reingeschraubt mit recht langen Schrauben. Und dann die Bredel oben noch mit kürzeren Schrauben eine. Genau, und da hinten kommt gerade der Konrad. Hoi! Hoi! Haben wir das mit alles reingeschraubt und jetzt haben wir gerade noch dabei, da die Landung zu bauen. Die muss noch ein bisschen größer. Leute, wie ihr es gerade seht, haben wir gerade das Laub da nochmal weg da. Und dann da in einen Double einlegen. Einfach in die Mitte. Da stört das Laub nicht und auf der Seite, da fällt es wieder einer, genau. Ja, dann haben wir schnell das Laub weg, bauen wir die Landung noch geiler und jo. So, dann, also jetzt haben wir mit dem Jump fertig. Und mit der Landung haben wir jetzt auch fertig. Und jetzt wollen wir auch noch die Anfahrt machen. Also, wir haben uns auch noch nicht ganz genau sicher, wie wir es machen. Entweder wir bauen es gerade aus hintere oder wir bauen es rechts auf. Und weil ein paar, also Freunde von uns, die haben schon gesprungen und die haben gesagt, es ist echt happig. Also hat echt schon ein paar mehr auf Kanten gekommen. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir es mit der Anfahrt machen.